Ja, liebe Leute, wir sind heute in Lippstadt zu Gast. Und das ist wieder mal der beliebte Bobbing Bee Podcast. Und was ihr gerade eben gesehen habt oder jetzt nochmal seht, das ist ja der legendäre Lippstädter höllische Mistfink. Die damals da waren bei unserem letzten Auftritt hier, wissen, dass ich um dieses wunderbare Tier tolle Geschichten habe. Hier hinten haben wir auch lustige Menschen. Hier sind auch ein paar lustige Menschen. Ich glaube, hier werden noch intensive Freundschaften heute geschlossen. Techniker heißen Lippstadt übrigens traditionell Manuel. Das ist so. Wir haben auch deswegen unseren Manuel heute mal das hintere Teil aus der Nähe. Sieht ein bisschen eklig aus, aber es macht nichts. So, Curry, Ketchup und Pommes sind auch beliebte Details der Musikerküche. Cola findet man gerne an Technikerplätzen. Und wie schon gesagt, ganz besonders schön ist die Besatzung hier hinten. Tolle Menschen, die uns bestimmt noch viel Spaß heute bereiten werden. Ja. Lass es dir schmecken. Ne? Danke. So, da hinten sind schon ein paar liebe Freunde. Und hier sehen wir die Bühne, Leute. Die Bühne. Wir begeben uns jetzt mal ganz kurz zu unserem Roadie. Roadie heißt der, oder Roddy oder Rodi, und ey du, ich bin ein Punkrocker, ey. Na, so war das doch gerade eben. Irgendwie so. So, ja, es sieht super aus bei uns. Ich sehe, naja, ob es super aussieht, ist hier anscheinend. Aber das Lippstadt, habe ich euch mal ganz Lippstadt gezeigt, Backstage. Ist auch immer sehr schön. Produktionsbüro, das ist der Daddy, der Veranstalter. Frank übt mal wieder Gitarre, wurde auch mal Zeit. Und hier ist ein Loch. Gut, wisst ihr alles, was ihr rund um Lippstadt wissen wollt, könnt, müsst. Und ja, ich sag's mal so, die Catering-Magen, die kann man wieder auf. Hast du den höllischen Mistfink schon gezeigt? Den hätte ich gerne als Catering, ja, hab ich schon gezeigt. Das war ja sozusagen der Ausgangspunkt meiner Führung. Verstehe. Micha möchte, dass der höllische Mistfink entsprechend. Er muss Erwähnung finden, weil er neu in Gold getunkt wurde. Neu in Gold getunkt? Ja. Echt swoopy. Er war so vollgeschissen, der Mistfink, ne? So. Gut, Leute, wisst ihr Bescheid, der Abend wird schön und freuen wir uns drauf. Schauen wir mal.